Völlig unironisch. Frankreich ist das beste TED-Land, was das Talkteam Berlin bisher bereist hat. Die TED France ist quasi ein chinesisches All-You-Can-Eat-Buffet, bei dem in jeder Aluschale eine neue Köstlichkeit der französischen Haute Cuisine auf einen wartet. Klingt erstmal, als ob der Autor zu viele Abgase von Motorrädern ohne Cut eingeatmet hat. Aber nach dem heutigen Tagesbericht werdet ihr es sicher verstehen. Flaschen kann ich nur empfehlen. Sehr geil. Extra eigentlich für Gasolin. Aber bei mir für Olio. Wir starten morgens auf den leicht schottrigen Feldwegen, mit denen wir gestern auch geendet sind. Die Fahrer sind noch müde, aber beste Streckenverhältnisse mit beinahe anliegerartig geformten Kurven kitzeln schon bald die Tiefflugfähigkeiten aus jedem Einzelnen von uns heraus. Selbst Rambo, der normalerweise eher für konstantes Fräsen mit nur einmal am Tag bremsen und nicht für hektisch und schnell steht, lässt es so richtig fliegen. Plötzlich verreißt es sein Hinterrad auf einem mit Gras bewachsenen Feldweg und der Titan muss bei ca. 40 km/h die Textilbremse nutzen. Die Ursache für das Unglück ist nicht abschließend geklärt. Experten schließen menschliches Versagen jedoch bereits aus. Ich meine, es ist Riese und vermuten eine Manipulation von französischer Seite. Ja, vorhin hat es mir auch das Hinterrad mal weggehauen. Habe ich mir so einen richtigen Pimmelprofi. Ja, das funktioniert hier so nicht. Jetzt. Ja, da steht was. Du hast hier krass. Ah. Wie ist denn passiert, Riese? Gegen den Grasnarbe gekommen, dann hat es. Oh, hier, da habe ich welche geknickt. Oh nein! Optische Beschädigung! Nein! Oh! Merde! Ja, gut. Ja. Aber ist ja so alt, die braucht ja nur einen linken, wa? Wahrscheinlich, ja. Na, prima. Irgendwas war mit dem Spiegel. Ja, der ist abgerissen. Zum Glück guckt Rambo ja nicht nach hinten, weil das den ist für Verlierer. Den hat's einfach abgeschert. Was ist denn mit Lenker? Wie ist denn da die Lenkergeometrie? Bestimmt scheußlich. Dann hat's auf jeden Fall nach hinten gebogen, den linken. Ja, oder den rechten. Ja, ist links runtergefallen. Ja. Rechts meine ich. Ja, ja. Von vorne geschaut. Ich bin gerade links, ja, rechts raufgefahren und der fühlte sich auch irgendwie nach hinten geneigt an. Aber es könnte auch der Handguard ist ja auch ganz anders auf der Seite. Ja, den habe ich gerade von der Hand wieder zurecht gezuppelt irgendwie. Ich habe ein Problem, was man auch beobachten muss, glaube ich. Was denn? Das sah vorher noch nicht so groß. Was denn? Ja. Das war vorher auch noch nicht so nass. Die Handbremse. Pumpe, der Behälter. Wo denn? Oben? Ach so. Da lüftet. Na gut, aber da ist ja kein Druck in dem Bereich. Ist auch kurz hier so eine Entlüftungsbohrung? Nee, nicht, dass ich wüsste. So eine Kerbe drin? Auch nicht. Die ist schon immer ein bisschen siffig da oben. Okay. Zeigt sie. Kupplung eigentlich, Felix? Tausendmal besser. Ja? So. Merkst du fahrerischen Unterschied? Wahrscheinlich noch nicht, weil wir dafür noch nicht die Abschnitte hatten. Ja doch, es fährt sich irgendwie flüssiger, muss ich sagen. Also entscheidet sich flüssiger, sagen wir so. Ja, sehr schön. Hört sich gut an. Na, so, stell dich. Jetzt wird es aber knapp mit, na gut, der Handguard, den dreht ihr gleich noch, ne? Ja, ja, der kommt jetzt gleich. Bin ich mal echt gespannt, Riese, was du zur neuen Ergonomie sagst. Ganz vorne nur auf dem Hinterrad unterwegs. Ja, naja, das ist mit hohem Lenker tatsächlich einfacher. Ja, da. Zu diesem hässlichen Knick. Den finde ich gar nicht so schön. Oder? Führt man die Bremshaltung nicht auch vor der Maske lang? Nee. Bei der 701 war das immer so, aber. Original nicht. Der
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. Nachdem die Wunden geleckt, der Lenker gerade gebogen und der abgebrochene Spiegel ordnungsgemäß dem Recycling zugeführt ist, passieren wir Lyon über eine kurze Asphaltabkürzung. Die DR Big von Mechaniker Felix qualmt mittlerweile wie eine Dampflok mit Abwasser im Kessel. Diagnose: Kurbelgehäuse, Entlüftungsschlauch weggeflogen. Es sind 32 Grad im Schatten und Schritttempo im ersten Gang bei hoher Drehzahl etwa gar nicht so gut für einen 30 Jahre alten luftgekühlten Motor? Got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time.
Nordwestlich vorbei an Lyon wird es nun wieder hügeliger. Inmitten von Obst- und Gemüseanbaugebieten fahren wir wie eine verdammt schlecht gewartete Achterbahn auf und ab über mittel- bis gar nicht gepflegte landwirtschaftliche Wege. Hier ist alles dabei. Hohes Gras, grobe Steine, Wurzelfelder, Steinstufen und zwischendrin die ein oder andere matschige Schlammdurchfahrt. Wir graben uns durch jedes angebotene Hindernis durch, bis wir schließlich beseelt am Campingplatz ankommen. Abgesoffen. Boah, aber noch gefangen. Aber jetzt stehe ich richtig kacke hier. Das ist auch genau deine Kategorie, ne, so ein Zeug.
Naja, das ist nicht so schnell. Das unterstützt ja auch wieder meine These. Eigentlich brauche ich so ein schnelles Motorrad gar nicht, weißt du? Also, das ist halt ein Feeling. Ich bin ja eher so der Gemütliche. Es ist okay, es ist okay. Es ging mir zu schnell. Ich versuche meine Karre abzuparken. Warte, Felix, nicht mehr. Ich parke ab. So schnell bin ich jetzt nicht. Hier beide, ja, wa? Warte mal. Was man am Hang? Ja, schön ausklappen. Ding am Hang. Warte, ist das rolling? Ja, das ist rolling. Eins, zwei, drei. Ja, alles gut. Mach kurz, dann machen wir so. Der geht auch mit, Felix. Alles gut. Sorry. Du hast dich ernsthaft geglaubt, dass du das vor der Kamera verstecken kannst, Felix, oder?
So, Felix, jetzt musst du aber erklären, was du da machst. Jetzt muss ich erklären. Ja. Jetzt wollen wir schon wissen, warum die auf einmal so schlank aussieht, die Maschine. Ja, das Motorrad. Man hat die Kurbelhäuserentlüftung erledigt. Oh. Aber den Schlauch hast du noch. Den Schlauch hängt hier noch dran. Na, dann müsstest du ja 1 cm abschneiden und Thema durch. Und deswegen hat es heute auch so gestunken. Genau. Die Dampflok. Und zieht halt auch neben noch, ne? Das ist auch nicht so. Ach so, ja, durch den Schlauch. Das kann ich gar nicht ein bisschen besser machen.